ein Blick auf die Regiezentrale von Sport Deutschland TV. Ein Livestream-Anbieter aus Österreich, der immer mehr auf dem deutschen Markt losgeht, auch in den unteren Klassen. Bayerische Einzelmeisterschaften der Damen und Herren mit, na, erkennt es sie sicher doch, ehemalige Weltklasse-Spielerin aus Ungarn, Krisztina Tatt. Aktuell eine der großen Macherinnen im Leistungszentrum in München. Also Jugendarbeit. Florian Leitheiser, BTTV-Mann für Öffentlichkeitsarbeit, auch ein sehr emsiger, fleißiger Mensch mit vielen Ideen. Und das funktioniert so: Sport Deutschland schickt per Post das Equipment, die Kameras etc. Und vor Ort braucht man dann ein paar sachkundige Spezialisten mit Technik-Know-how. Kann die jetzt draußen am Verkaufsstand abholen. Wenn noch jemand gerne für heute Abend zusätzlich buchen möchte, so ist das auch draußen am Verkaufsstand möglich. Also hier wird das Ganze dann umgesetzt. Zwei Kameras sind aktiv, momentan weniger, weil da nicht gespielt wird. Eine und eine zweite. Und warum wird nicht gespielt? Weil es geht jetzt erst einmal in die möglicherweise schon Halbfinals, Quarterfinals oder Semifinals im gemischten Doppel. Es sind also nur noch zwei, höchstens vier Paarungen. Muss ich gleich mal gucken. Und dementsprechend momentan nur ein Tisch, wo gespielt wird.